Hallo und Servus bei Geschichte Tag für Tag. Heute haben wir den 21. Februar. Im Jahre 1519 wird auf Betreiben der christlichen Handwerkerschaft Regensburgs der Rat mehr oder weniger gezwungen, die jüdische Gemeinde aufzulösen. Die Juden werden vertrieben. Nicht unbedingt gewaltsam, aber ihnen wird gesagt, sie müssten gehen. Und damit endet eine der größten jüdischen Gemeinden im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. 1795 startet der Schotte Mungo Park an der Mündung des Gambia zur ersten Expedition ins Herz Afrikas. Damit beginnt die europäische Erforschung des neuen Kontinents. Um der französischen Sommeroffensive zuvorzukommen, erlässt der deutsche General Erich von Falkenhayn den Befehl, im Jahre 1916 die Festung Verdun anzugreifen. Verdun ist ein Örtchen ein paar hundert Kilometer vor Paris und während des Ersten Weltkriegs einer der Eckpfeiler der französischen Front. Es ging ihm gar nicht mal so sehr um die Eroberung des Örtchens Verdun. Es konnten allerdings ein paar Forts, die um Verdun gebaut waren, wie Fort Vaux, Douaumont, konnten erobert werden, aber es ging ihm vielmehr darum, französische Kräfte zu binden. Damit beginnt eigentlich der berühmte, muss man jetzt leider sagen, Grabenkrieg vor Verdun. Die Schlacht, die zog sich über Monate hin und war für beide Seiten verheerend. Auf deutscher wie auf französischer Seite kamen weit mehr als 700.000 Soldaten ums Leben. Im Jahre 1919 wird in München vom Studenten Anton Graf Arco zu Valley der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner erschossen. Die Ermordung Eisners führt zur Bildung der kurzlebigen Räterepublik. Im Jahre 1913 gründen Magnus Hirschfeld, Iwan Bloch und andere Ärzte in Berlin die Vereinigung für Sexualwissenschaften. Damit wollen sie endlich mit den sexuellen Tabus aufräumen, die während oder vor dem Ersten Weltkrieg immer noch galten. So, das soll es von mir auch für heute wieder mal gewesen sein. Ich wünsche euch was, ich hoffe, wir sehen uns morgen und sag Servus.